Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth Zeitalter der Eroberungen. Und genau, liebe Freunde, ich bin jetzt hier auf dem Startbildschirm, einfach mal um euch zu zeigen, da wir jetzt ins Weltraumzeitalter aufsteigen. Ja, wie das da aussehen wird. Also wir sehen hier unsere Einheiten, sehen hier eine Frau mit dem Lichtschwert, das finde ich sehr interessant. Und ja, Freunde, wir waren beim letzten Mal tatsächlich hier in der Kampagne stehen geblieben, in der Asien-Kampagne. Und haben hier Mission 2 abgeschlossen. Die Grenze der Belastbarkeit weiß ich noch mit einem Hyperion mitten im Wald. Den man auch nicht finden konnte. Gut, Freunde, aber dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter mit der Mission 3. Blick zu den Sternen. Alles klar, da bin ich mal gespannt. Nachdem die Quandoo-Dynastie die finanzielle und wirtschaftliche Stabilität auf dem Festland der VFAR gesichert hat, richtet sie ihre Aufmerksamkeit jetzt auf den wiedererstarkten Wettlauf um den Weltraum und startet den Versuch, als erste Nation in der Geschichte eine Kolonie auf einem anderen Planeten zu errichten. Das wird allerdings alles andere als einfach sein, da Widerstandsnester von Rebellen und fanatischen Truppen die beiden Weltraumzentren der VFAR zerstört haben, die sich mit Forschung und Entwicklung für das Weltraumprogramm der VFAR beschäftigten. Die Regierung der VFAR wandte sich an ihren Nachbarn Japan um Hilfe. Sie vereinbarte mit Japan die Unterstützung des Weltraumforschungsprogramms dieses Landes, um in einer gemeinsamen Anstrengung den Mars vor den westlichen Nationen zu erreichen. Leider haben sich die radikalen Gruppierungen, die gegen die Quandoo-Dynastie opponieren, jetzt gegen die Japaner gewendet und greifen auch diese an, wodurch die Beziehung der beiden Vormächte des Ostens stark belastet wird. Wenn die Situation nicht bald bereinigt werden kann, besteht für die Regierung der VFAR die Gefahr, sich plötzlich einem Drei-Fronten-Krieg gegenüberzusehen. Und dann wird die Hoffnung, eine Marskolonie zu errichten, lediglich ein Traum bleiben. Ah, wir spielen also Elon Musk. Finde ich cool. Nee, wir spielen natürlich China und ja, März 2055. Und ja, die Rebellen mal wieder, ne? Die sind immer überall. Und genau, errichten sie einen militärischen Außenposten und verteidigen sie ihn gegen territoristische Angriffe. Unterstützen sie die Japaner, indem sie den Tangeshima-Weltraumkomplex betreiben und verteidigen. Starten sie ein bemanntes Kolonieschiff. Cool. Hu Quando muss überleben. Ja, wir sehen es hier, ne? Ich denke mal, das hier soll Japan sein. Ich weiß es nicht genau. Wenn man irgendwie den Kopf dreht oder so, könnte das hier Japan sein. Das hier China. Na gut, Freunde. Gehen wir einfach mal rein. Ich hoffe, dass wir die Mission gut hinkriegen. Würde ich sagen, hören wir uns mal die Cutscene an. Das heißt, schauen wir sie uns an. Aus dem persönlichen Tagebuch von Kan Huando. Man sagt, dass jede Familie ihre eigene Geschichte zu erzählen habe und dass sich jeder Mann im Laufe seines Lebens vielen Drachen stellen sollte. Ein Satellit. Meine Familie, die Quandoo-Dynastie, das Herrscherhaus der Vereinigten Föderation der Asiatischen Republiken, müsste tatsächlich schon mit vielen Schwierigkeiten fertig werden. Und hatte in diesen letzten 20 Jahren viele Kämpfe. Zwei Jahrzehnte lang haben wir gekämpft und uns bemüht. Und immer dann, wenn wir schon dachten, dass der Drache, mit dem wir gerade kämpften, erschlagen wäre, hat sich ein Dutzend weiterer erhoben, um uns herauszufordern und zu bedrohen. Ja, in Form eines B-52-Bombers. Aber genau wie die Schwerter meiner Vorfahren die Drachen der Vergangenheit erschlagen konnten, muss ich auch mich der Bestie stellen und sie vernichten, um Ordnung und Frieden für unser Volk und unsere Nation wiederherzustellen. Wow. Und einmal mehr werden wir von Drachen überfallen. In diesem fremden Land jenseits des sternenlosen Ebenholzhimmels. Einmal mehr werden wir von üblen und bösartigen Bestien heimgesucht, von geflügelten Drachen in der Luft und stählernen Bestien auf dem Boden. Holy shit, schaut euch das mal an. Dieses Mal ist es das letzte Mal. Das schwöre ich. Dieser Drache wird der letzte sein. Oi, 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 was geht denn hier ab? Okay.
Ja, da war die Atombombe. Mhm. Oh Mann. Oh. Okay, was geht jetzt hier ab? ich hätte gerne die Karte anders ausgerichtet. Obwohl die Japaner uns ein Stück Land für eine zeitweilige Basis zugesichert haben, sind sie ziemlich aufgebracht darüber, dass unsere Feinde ihre Städte angegriffen und ja. Ich hätte ganz gerne errichten sie mal zwei unserer diversen militärischen Produktionsgebäude, damit wir uns verteidigen und unsere japanischen Kollegen unterstützen können oder sowas. Okay, Freunde, wir sind im digitalen Zeitalter. Ich möchte das allerdings nochmal speichern, damit wir hier unsere Karte vernünftig ausgerichtet kriegen. So, aber ich glaube, wenn wir das jetzt laden, dann wird die Karte neu ausgerichtet. Weil die Karte hatte wieder einen Bug drin. Ja, seht ihr? So, wir haben hier unsere Einheiten. Was haben wir denn hier? Das sieht ja schon ganz schön krass aus. Was ist denn das? Bereitschaftspolizei. Schwarzhemden. Hukwando. Raketensoldaten. Meine Güte. Bereitschaftspolizei. Ganz normale Wächter. Ein Hyperion haben wir. Boah, wir haben Haubitzen und wir haben Kolossartillerie. Oh, was macht ihr denn da? Ihr rennt ja nach vorne. Bauen Sie einen Militärkomplex, der sich mit den Terroristen befassen soll. Der Komplex sollte mindestens jeweils zwei der folgenden Einheiten enthalten. Kaserne, Belagerungswaffenwerkstatt, Panzerfabrik und Flughafen. Ja gut, aber dafür brauchen wir ja Bürger, ne? Beziehungsweise Ressourcen. Aber wo kriegen wir dafür die Bürger her? Das frage ich mich gerade. Aber in Ordnung, Freunde. dann versuchen wir das mal hier. Das ist dann bitte Team 1. Und was ist denn hier in dem... Ah, da sind Bürger drin. Okay, cool. Guckt mal, in den Lastwagen, da sind Bürger drin. Ja. Was ist das hier? Japanische... Japan 21. Jahrhundert. Okay, cool. Guckt euch mal die Laternen an hier. Die Straßenlaternen, Bogenlampe. Der Wille des Staates steht über allem. alles klar. Der Wille des Staates steht über allem. Ja gut. Ja gut, ist halt hier die Bereitschaftspolizei, ne? So, aber die Frage ist jetzt, wie kommen wir da hin? Ah, hier oben wahrscheinlich her. Gut, dass wir hier schon so ein paar Militäreinheiten haben am Anfang. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja, Freunde, dann freue ich mich, dass man wieder hier eingeschaltet hat bei Empire Earth. Es geht weiter mit der drittletzten Mission des Spiels. Tatsächlich. Oder der viertletzten. Und genau, an diesem Sonntagabend morgen wieder arbeiten. Aber jo, kriegen wir schon hin. Sehr gut, dann sind wir jetzt hier angekommen. Wunderbar, das heißt, wir können... Was? Hier ist nichts zu sehen. Ja gut, okay, wir gehen weiter. Gib mir die Lastwagen, bitte. Oh. Okay, hier kommen direkt Einheiten an hier. Ach du Scheiße. Ja okay, das ist übel hier. Bumm. Wir haben Artillerie, Bams. Wunderbar hier. Und kabam und weg damit. Was ist das denn? Was ist das denn? Ach du Heilige. Ich bräuchte mal Einheiten, die auf Flugzeuge schießen können. Wer von euch kann auf Flugzeuge schießen? Bereitschaftspolizei. Nee, wer? Ach, dann kommt dann. Helft einfach, ich weiß ja nicht. Ach, die Raketensoldaten. Stimmt, Freunde. Die Raketensoldaten. Ah, und die Skywatcher. Ja. Avenger-Jägerbomber. Krass, Freunde. Ja gut, aber wenn die auf das Flugfeld schießen, soll mir das nur recht sein. Ich meine...
Jeder Augenblick, in dem Sata in feindlicher Hand ist, ist ein Augenblick, in dem wir kostbare Zeit verlieren. Wenn Sie Sata nicht bald retten, gibt es keine Chance mehr, das Weltraumzentrum rechtzeitig genug wieder aufzubauen, um die Amerikaner bzw. die Europäer im Weltraum zu schlagen. Ja, ist doch in Ordnung. Ich baue doch schon wie verrückt. Geht mal Nahrung sammeln und hier geht Holz hacken. Spionagesatelliten können wir bauen. Gold und Eisen. Sie müssen sich beeilen. Jeder Augenblick, denn der Satterfest ist ein Augenblick. Ja. Das ist nicht so einfach, wie ihr euch das immer vorstellt, Kollegen. So. Aber der Bürger, der jetzt hier... Ah ne, er baut ja die Satelliten. Danhorn-Do, warum helfen Sie unserer verlorenen Stadt nicht? Sie sind grausam und herzlos. Helfen Sie mir, meine verlorene Stadt wiederzuerlangen. Oder Sie müssen mit üblen Konsequenzen rechnen. Das schwöre ich. Was denn? Was ist denn los, Kollege? Was ist denn los, Kollege? Was zur... Was für eine verlorene Stadt wieder erlangen? Ich lasse jetzt erstmal die Satelliten hier durch die Welt kreisen. Was soll denn das? Ist das das hier oder was? Das hier? Nee. Hä? Nee, das ist Miyazaki. Okay, Japan 21. Jahrhundert. Alles klar. Das heißt aber, wir sind noch nicht im Weltraumzeitalter. Noch nicht, tatsächlich. Danach kannst du bitte das reparieren. So. Genau. Noch sind wir nicht im Weltraumzeitalter. Wir sind tatsächlich noch im digitalen Zeitalter, Freunde. Aber ich frage mich jetzt gerade tatsächlich, was der mit Stadt zurückerobern meint. Bauen Sie einen Militärkomplex? Ja, ich mach das schon. Keine Sorge, Freunde. Aber wir sind hier auch gerade ein bisschen sehr zusammengepflückt, ne, mit den Japanern. So. Dann können wir hier noch eine zweite Kaserne aufbauen, hier oben. Und dann müssen wir aus Holz warten. Genau. Und ja, dann hoffe ich, dass euch nach wie vor gefällt hier, Empire Earth. Es geht weiter. Und ja, das für den Moment sieht das ja ein bisschen relativ entspannt aus. Die Mission, aber ich weiß halt nicht, ja, wie wir den Japaner jetzt hier zufriedenstellen sollen. Ich meine... Wartet mal, geht mal bitte hier hin. So, ja, die zweite Belagerungswaffenwerkstatt. Und danach die zweite Panzerfabrik. So. Und dann haben wir doch unsere Militärsachen jetzt komplett aufgebaut. So. Dann haben wir Ressourcen, dann haben wir Militär, dann haben wir eigentlich fast alles, was wir brauchen. Alles, was gut ist hier. Gut, Freunde. Was? Wow! Rebellentruppen. Die haben Schwarzhemden. Ach du, dicke Neune. Oha. Die Rebellen haben also Schwarzhemden. Das gefällt mir nicht. Aber gut, kann man nicht ändern. Na komm jetzt. Gib mir nicht genug Holz hier. So, wir brauchen Holz, Freunde. Wir müssen jetzt tatsächlich Holz abbauen. Ganz viel. Wir können keine Türme bauen. Das ist wieder blöd. Können keine Mauern bauen, tatsächlich. Wir sollten in der Nähe des Stützpunkts bleiben, Orkan. Funk- und Satellitenberichte deuten auf schwere Truppenbewegungen in diesem Gebiet hin. Die Verteidigung des Stützpunkts sollte absoluten Vorrang haben. Was zur Auge Gottes? Was ist das denn? Was war das denn für eine komische Stimme da? Ja, genau, ein Satellit, das wieder von einer Flugabwehrkanone abgeschossen wird, ey, so... Unrealistisch, ey, echt. Aber gut. Ist halt nur ein Spiel. Ne, was soll man da machen? Ist halt nur ein Spiel. Ja.
Die LKWs. Wir müssen unsere Wirtschaft verbessern. Aha. Oder diese verdammten Rebellen werden uns überwältigen. Sammelt mindestens 3000 Einheiten Eisen, Gold, Holz und Nahrungsmittel. Damit können wir eine Universität bauen. Ach du Scheiße! Was ist das denn hier? Oh Gott! Das sind Zeus-Roboter! Wie sollen wir die denn kaputt kriegen? Die kriegen wir doch nicht kaputt! Oder doch, die kriegen wir kaputt! Haha! Sehr gut, Freunde! Sehr gut! Puh! Noch mehr Zeus! Oh Gott, Freunde, oh Gott. Wir haben den Bau unseres Militärkomplexes abgeschlossen. Ja. Wir sind jetzt bereit, uns diesem Dr. Webster und seinen fanatischen Truppen entgegenzustellen. Diesem Dr. Webster. Ja gut, okay. Auge Gottes. Oh Mann, Freunde. Zeus-Roboter. Aber gut, die kriegen wir zum Glück. Was macht der Bürger? Was zur... Och, ich kann mich doch nicht... um alles kümmern. Oh. Jetzt kommt er von beiden Seiten angekackt. Was soll denn das? Wir hatten hier unten genug mit den Zeus-Robotern zu tun. Ach, seid ihr gemein, ey. Echt, seid ihr gemein. Seid ihr gemein. Leute, Leute. Verdammt nochmal. Weitergehen. Genau. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt, da die Basis jetzt komplett ist, sollte das die Schikanen beenden, denen wir ausgesetzt waren. Bilden sie kombinierte Streitkräfte aus, die die Streitkräfte der ukrainisch-kasachischen Union und der Auge Gottes-Fanatiker aufspüren und beseitigen sollen. Oh Mann, ja, wie soll man das denn jetzt hier noch hinkriegen? So, Japan, ihr seid ja unsere Verbündeten, ne? Ja gut, aber wir brauchen ja erstmal Ressourcen. Erwarte Befehle. Gut, hiervon haben wir zum Glück noch genug. Das ist nicht das Thema. Ihr könnt bitte... Okay. Euch brauchen wir nicht mehr. Das heißt, ihr könnt die Garde erkunden fahren. Wir werden angegriffen. Das ist wieder der Satellit, der hier abgeschossen wird. Das ist auch geil. So eine Flak-Abwehrkanone hätte ich auch mal gerne, du. Ganz ehrlich. So, das... Aber die Bürgerproduktion, die geht mir hier ein bisschen zu langsam, muss ich sagen. Oh, wir haben hier einen Hyperion, das ist schon mal sau gut. Aber, Freunde, ich glaube, wir machen das mal so, dass wir die hier oben hinstellen. Nicht, dass die wieder von zwei Seiten gleichzeitig hier ankommen. So, wo ist... Ach, ist er das? Ah, da ist er doch, Hu Kwando. Ja, sehr gut, Freunde. Könnt ihr Krankenhäuser bauen? Ihr könnt Krankenhäuser bauen. Das ist schon mal sehr gut. So. Gut. Dann. Ihr bewacht bitte hier. Ihr bewacht hier unten den Weg. Das sollte passen. Denke ich. Also. Zumindest erstmal, bis wir unseren Stützpunkt mal vernünftig aufgebaut haben. Und oh, guck mal hier. Ach. Warte mal, Satellit, komm mal bitte zurück. Ist der deswegen sauer, weil die Rebellen hier das belagert haben, oder was ist hier los? Hier stehen Rebellen drin, Auge Gottes, ne? Witzig. Ja, okay. Freunde, aber wir müssen uns wieder mal auf den Aufbau der Ressourcen hier fokussieren. Anders geht's nicht. Wir brauchen Ressourcen. Dann können wir auch Einheiten bauen. Ich werde das tatsächlich wahrscheinlich wieder so machen, dass ich hier wieder mit Panzerabwehr agieren werde. Wer? Was? Wo? Wann? Heckenschütze. Aber wo denn Heckenschütze? Irgendwo war da ein Heckenschütze. Na gut. Wir werden angegriffen. Wo denn? Lass doch mal mein LKW in Ruhe. Mein Spionage-LKW. Ah ja, Freunde. Ja, ihr könnt uns helfen.
Werden wir tatsächlich gleich machen, aber wir brauchen auch Bürger für eine Mühle. Oh, wir müssen auch eine Mühle bauen, tatsächlich. Wir werden angegriffen. Genau, hier eine Mühle. Irgendwo hin. Da hinten hin. Das geht gut, ja, das geht. Und wir können Flugabwehr bauen. Ja, das ist berechtigt. Oh, Japan. Ja, sehr cool. Ich freue mich gerade tatsächlich auf welcher Map, beziehungsweise auf welcher Karte wir hier sind, also in welchem Land. Das ist mir gerade ein bisschen unschlüssig. Oh, da ist was kaputt. Hä? Warum? Ach, hier ist einer zu viel. Oh, okay, dann können wir ja gleich auch direkt... Wartet mal, so... Ah, alles klar. Was brauchen wir denn? Wir brauchen hier hinten noch Flugabwehr auf jeden Fall. Sehr viel Flugabwehr. Und danach eine Mühle mit 8 Bürgern. So. Der LKW. Hauptsache, der LKW hält voll viele Laserschüsse aus. Okay. Gut. Wir brauchen aber weiter Holz. Verdammt, ja stimmt. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen mal wieder Holz hier. Steine brauchen wir auch Bürger für. Oh Gott, Freunde. Wie viele Bürger wir brauchen, das ist unglaublich. Na, das ist gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dafür haben wir kein Holz. Wir können Panzer bauen. Oh, was ist das denn? Raketenabwehrbatterie. Was ist das denn? Yo, der Satellit. Was ist denn eine Raketenabwehrbatterie? Das sieht schon geil aus, okay. Aber werden wir erstmal nicht bauen. Oh, wir können diese Bereitschaftspolizei bauen hier. Die hier. Bericht der Bereitschaftspolizei. Ja, die machen gar keinen schlechten Schaden. Ja, und die haben jetzt gleich mal vernünftiges Holz. Da kann die Mühle hin, Freunde. Und da können wir dann gleich die 6 von der Nahrung hinschicken. Ach, genau die hier. Was? Was macht ihr denn? Was macht der denn da? Ein Bürger. Was macht denn der Bürger da? Hallo? Wie dreist du es dann? Oh shit. Boah, scheiße, Freunde. Triton-Boote. Oh, da. Okay. Nein. Baut einfach die Mühle weiter auf. Nein, nicht alle nach unten. Ach, seid ihr blöd. Ach man, das ist so dumm. Ach, jetzt sind die nach unten gelaufen. Kommt alle zurück hier. Verdammt nochmal. Leopardpanzer. Oh Gott. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, nein. Wir werden angegriffen. Oh, ist das übertrieben. Oh, ist das übertrieben? Was? Was? Ein Atombomber und das Spiel ist... Ach du Scheiße. Gut, da müssen wir uns anders vorbereiten. Scheiße. Ich meine, wir können ja keine Türme Wir werden angegriffen. Aufbauen. Ne, das ist ja gerade ein bisschen Kacke mit den Bürgern. Wir können keine Türme bauen. Oh Mann, wir brauchen aber tatsächlich dann auch mehr von allem, ne? Ach Gott, Freunde, wir brauchen mehr von allem. Ja, das ist echt ein bisschen Kacke gerade. Warum haben wir das denn gerade eigentlich verloren? Ach, weil die unsere Militärsachen hier kaputt gemacht haben. Oh Mann, Freunde. Das ist schon brutal. Das ist schon echt brutal gerade.
Polizei. So. Euer Befehl? Das heißt, wir müssen das anders angehen. Haben wir Raketen? Nein, haben wir nicht. Wir werden angegriffen. Ja, das ist wieder der tolle Satellit hier. Ach du Scheiße, Freunde, ey. Da kommt der da mit Atombomben an und dann haben wir es verkackt. Ja, toll. Frage ich mich gerade echt, wie wir das hinkriegen sollen. Ohne Kack. Ich denke mal, wir brauchen Jäger oder sowas, ne? Jäger? Jägerbomber. Gold und Eisen, ja. So, dann baue ich hier mal 6 Stück hin. Ich meine, das muss ja irgendwie reichen. Na gut, Freunde. Aber im Anbetracht dessen, dass die Folge voll ist, würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.